So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Forza Horizon 3 zum aktuellen Forzathon. Und der heißt dieses Mal Horizon Secret Service Go Down Undercover. Und das Bild, das müsste sein, der erste Mal DB5, den ich auch gerade fahre. Nämlich ein Auto aus James Bond. Aus den alten James Bond-Filmen aus den 60ern so. Ist auch schon ziemlich älter. Ich meine, der Wagen ist auch schon ziemlich alt. Von 1964 steht da oben. Auch nicht mehr der jüngste. Heute gibt es wieder drei Herausforderungen zu machen und auch noch einen Promotion-Rabatt quasi. Und zwar 30% auf alle Aston Martins. Das Problem ist, ich habe schon alle. Also bis auf den hier, den ich mir vorhin gerade gekauft habe, den Aston Martin, hatte ich sonst schon alle gehabt. Tja, wenn man so viel Geld hat, ne, ist halt das Problem, man hat schon alles. Aber trotzdem hier drei Sachen. Und zwar das erste ist Eye of the Spy. Complete Enchantment Chip in die Aston Martin DB5 to win the Porsche 911 Turbo 3.3. Also eine Meisterschaft in diesem Wagen gewinnen, den ich gerade fahre, um den Porsche 911 Turbo 3.3 zu halten. Also richtig geil. Werden wir auch nachher noch fahren. Und dann Car Chase Complete 3 Flag Rush Matches to win 3 Wheels Wins. Das werden wir heute leider nicht machen, denn ich habe keinen Bock auf Flaggenjagd, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, so dieser Playground mag ich eigentlich ganz gerne, aber wenn schon, ich mag am liebsten infiziert, finde ich am coolsten, dann König, wenn man einen weiten Abstand hat und Flaggenjagd. Das Spiel finde ich einfach nicht so. Es ist eine nette Idee, keine Frage. Aber es ist halt jetzt in der öffentlichen Lobby nicht so geil und ja. Deswegen. Machen wir heute nicht, aber wir haben noch zwei andere Sachen. Und das dritte heißt Stirred, no shaken, also denk mal geschüttelt, nicht gerührt. Perform 10 Wreckage Skills in N Aston Martin to earn 55.000 XP. Oh, das heißt so, mein Englisch ist nicht so das Beste. Hört ihr wahrscheinlich schon. Also 10 Zerstörungsfähigkeiten in einem Aston Martin, um 55.000 HP zu halten. Das machen wir auch zuerst hier. Wie gesagt, fahre ich jetzt den Aston Martin DB5. Noch nicht groß getuned, also das ist jetzt noch C-Klasse. Ich habe jetzt ein bisschen Heading-Sachen gemacht. Halt nicht wirklich. Nicht wirklich halt Leistung, eigentlich gar nicht Leistung. Ich finde das, warum brauche ich nicht? Ich fahre auch gerne mal halt mit langsamen Autos. Ich muss ja nicht mehr nur, was ich S1 oder irgendwas fahren. Wenn der Wagen, der braucht gerne, was ich 500 PS. Das macht man auch nicht. So. Wenn wir ein bisschen quer fahren. Wo sind jetzt Zerstörungsfähigkeiten? Ja, alle vorbeifahren, Fabian. Du bist richtig gut. Aber das zählt ja alles auch so. Ey! Komm. Ich hab keinen Drift mehr, schade. So, haben wir wieder gegen. Auch noch ein Sturm was. Ach, Scheiße, hat er. Und den kann ich durchfahren, ne? Ist klar, aber so ein Minibau manchmal nicht. Boah, ja, ich mach ja schon Kanal, aber deshalb bin ich hier. Also, Zerstörung. Zähigkeit ist ja nicht viel, aber die Belohnung dafür umso besser. Dann kann sich ja mal gönnen, so ein paar EP. So, Zerstörung. Dann geht das nicht mehr. Naja. Jetzt halt hier lang, so Abrissbirne. Ja, so hier ist ein bisschen Zaun, ja. Und da habe ich ihn auch schon. Ich habe jetzt 3% freigeschalten. Ja, gab eine EP, aber glaube ich auch keinen Wheelspin, oder? Doch. Danke, Forza. So, gewinnen kann ich hier eine alte oder ältere Viper ACR. Aber wir gewinnen leider nur 20.000 noch. Ich habe bei Wheelspins echt kein Glück. Auch letztens, ne? Das war sogar gestern. Oder die. Das war vorgestern, glaube ich. Da bin ich mit dem Kumpel Goliath gefahren, zwei Runden. Ich glaube, ich 110.000 EP bekommen, also auch relativ viel. Hat nur für ein einziges Mal gereicht, obwohl ich es. Also, ich bin wirklich mega gut gefahren, mega viel EP gemacht, aber halt trotzdem nur ein Wheelspin. Was habe ich denn gewonnen? Den Plymouth Pro, oder wie der heißt. Ich kann mal kurz den Wagen zeigen, was ich da gewonnen habe. Also, das ist Augenkrebs, wirklich. So, wo ist denn hier P? Ich habe den gewonnen. Was soll ich damit? Das ist doch kein Auto. Das ist. Nein. Naja. War ich ein bisschen nervös, aber egal. Wir haben jetzt eine Sache geschafft, für den zweiten, den wir heute machen werden. Neben dem Porsche fahren natürlich. Aber um den Porsche zu kriegen, müssen wir erstmal eine Meisterschaft hier gewinnen in dem Aston Martin. Ich würde sagen, das machen wir auch mal. Ich würde sagen, wir machen eine mit drei Rennen. Das ist eigentlich am kürzesten, logischerweise. Reicht ja auch. Nur welche Strecken nehmen wir denn dafür? Ich wäre mal für die hier. So, jetzt hier bei der Meisterschaft in dem Aston Martin DB5.
zwar jetzt nur mit Aston Martin, habe ich mir eingestellt, also nur diesen einen Wagen hier. Wenn schon, denn schon, ne? Schon wieder die üblichen mit hier: Carbon Killer, Mace United, Losen LP. Meine, die gleichen nämlich ärgern wollen. Naja. Mal gucken, was wir so reißen können. Ich war doch so einiges. Sind, glaube ich, jetzt hier drei, nein, ja, drei Rennen. Davon zwei Rundstreckenrennen und ein Sprintrennen. So. Wir müssen ja auch die Meisterschaft gewinnen, also sollten wir, wenn möglich, auch das eine oder andere Mal Erster werden. Ja. Kurvenlage ist geil, Leute, ne? Scheiße. Man merkt, der Wagen, der ist ziemlich alt. Hat ein ziemlich bescheidenes Handling. Ich wollte es beschissen sagen, aber bescheiden, das klingt noch ein wenig besser. Nicht ganz so negativ. Das, obwohl er nur 1,2 Tonnen wiegt. Also eigentlich nicht viel. Naja, sechster Platz. Geht hoffentlich noch mehr heute. Es muss mehr gehen. Ja, moin. Ich hab da gerade noch einen Penny verloren, deswegen ich muss den mal schnell aufsammeln. Natürlich alles während der Fahrt. Ah, guck mal, war scheiße. Ich meine, die gesamte erste Runde ziemlich scheiße. Aber ich bin hier bei der Beschleunigung ein bisschen besser als die Konkurrenz. Mal kurz Getriebe. Auf Leichtbau gegangen. Nicht so einen fetten Wagen. Aber halt aber auch keinen überragenden Topspeed. Ja, ich will doch einiges auf. Ja, komm, komm rum. Alter. Meine Güte. Oh ja. Das war der langgeraden Erster. So gefällt mir das. Jetzt auch hoffentlich so, ja, so anderthalb Runden mehr oder weniger vorne wegfahren. Je nachdem, wie ich mich jetzt hier noch. Ne? Fällt das Wort gar nicht ein. Ja, das ist Samstag, also das Wochenende, ne? Hier waren sich gerade eh sehr viel frei wegen der Prüfung. Ich muss eigentlich meistens nur einmal oder auch höchstens zweimal in die Woche in die Schule. Ja, so ein paar Sachen so nebenbei. Aber sonst habe ich ja sehr viel frei. Das ist Gehirn meistens eigentlich ziemlich ausgeschalten. Wenn es nicht gerade wirklich sein muss. Deswegen hier Samstagmittag um. Wie spät haben wir es eigentlich? Warte mal. Ich glaube, es ist so circa 14 Uhr. Ich glaube schon, ja. Ganz gemütliche Wetter. Naja. Sind immer schon aus Sonnenschein bedeckt. Also sind ein paar Sonnenstrahlen, aber auch sehr viele Wolken. Nicht wirklich warm draußen. Ich meine, ist mir egal. Ich gehe heute eigentlich nicht mehr raus. Ich werde wieder The Witcher weiter zocken. Der Geist kommt auch mal rum hier mit dem. Alter. Ja, der Helling ist echt für den Arsch. Ist jetzt nicht so James Bond-like. Ist in den Filmen wohl doch ein bisschen anders. Wer hätte das gedacht? Da rechts rum hier. Aber mittlerweile erfährt sich ganz in Ordnung. Das ist, denke ich mal, für einen Wagen dieses Alters noch akzeptabel. Wie gesagt, ich hätte Roten gemacht. Das war eigentlich, falls hier drei Roten hätten auch gereicht. Naja, sicher ist sicher. So, letzte Kurve. Bisschen Scheiße genommen, gut. Guck mich immer nicht, ich werde trotzdem Erster. Und hinter mir ist der Carbon-Killer. Finde ich ein bisschen cooler Name. Aber die von diesen, welche Leute, die sich irgendwie sich Killer nennen, irgendwie nicht halte. Oder auch die Leute, die sich Punkt bei Punkt wie Losen LP. Ich finde, der macht nicht mal LPs, also Let's Plays. So, ja, ist er geworden. Rundenzeit war auf jeden Fall auch nicht die beste. Da war der Carbon-Killer schneller als ich. War fast eine ganze Sekunde. Nee, ich war lesen, ups. Doch die beste. Ja, mein Gehirn ist ein wenig ausgeschalten. So, noch hier Geld abholen und ein paar EP. Ja, 21.000 Credits kann man machen.
Ja, 10.000 vielleicht. Naja, sogar 15.000. Läuft bei mir. Dann würde ich sagen, springen wir zum nächsten Rennen. Ups, schon wieder gewonnen? Das tut mir aber leid. Ja, war jetzt keine, wie man sieht, glaube ich, keine große Schwierigkeit. Das sind doch die anderen Rundenzeiten technisch ein wenig entfernt von mir. Würde ich mal behaupten. Ja. Ich kann mir aber nicht erklären, warum. Oder nicht über krass gefahren. Das ist auch nicht irgendwie, naja. Bin anscheinend mit dem Auto doch ein wenig zu gut für die Gegner. Ich auch nichts für, ne? So, immerhin 12.800 EP. Ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Wir kommen zurück jetzt zum dritten und auch letzten Rennen der Meisterschaft. Ist ja nicht mal gewinnen müssen. Ich war jetzt ja bei den letzten beiden Rennen Erster. Ich hab beim zweiten Rennen, glaube ich, nur Teile gezeigt. Im Schnitt weiß ich jetzt noch gar nicht. Das zweite Rennen habe ich nicht komplett gezeigt. Ist einfach zu lang dauern würde. Also drin hier ist ein Sprintrennen. Auch mit ein wenig Offroad-Abschnitten, aber macht glaube ich nichts. Oh Gott, ja, fahren hier rein. Das Grün, was er da fällt mir. Den können wir vielleicht ganz noch Porsche kriegen und auch dann danach noch direkt fahren. Mache ich ja gerne, vor allem weil es ein Porsche ist. Und ich den 3.3 Turbo auch sehr gerne mag. So, okay, Offroad, da passiert überhaupt gar nichts. Auch der Wagen munter. So, der hat ja übrigens Rennfedern. Ich habe aber wieder höher gelegt, also keine Angst. Weil die Wagen, den kann man nicht komplett tief hauen, das macht man nicht. Okay. Und gleich habe ich ihn. Meine Güte, ey. Jetzt gib doch mal Gas, Junge. Gaspedal, das ist rechts. Das ganz rechte von den Reihen. Können wir wieder schön durchfahren. Wer bremst, verliert. Uiuiuiuiui. Ach du Scheiße. Mich auch runterfahren und nicht hoch. Komm, rum, 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 rum. Alter. Das ist ja hier eine Halbkurve. War zumindest eine sehr enge Kurve. So, Gegner wieder irgendwie zu schwach hier für meine Bedürfnisse, sag ich mal. Nicht vorbei das Rennen. Kommen jetzt den Berg hier auch ein bisschen hoch. Oh, eine enge Kurve. Habe ich sehr langsam genommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht, 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 nicht. Das war knapp. Ziel gerade schon gesehen. Hier ist es soweit. Wieder neue Porsches. Übrigens, wer es nicht weiß, auch im Mai kann man wieder beim Forzathon einige Porsches gewinnen. Ich habe unter anderem auch den Carrera GT und den 911 Turbo S. Und den 911 GT2 RS. Also hat er jetzt mir gedacht, hey, da fehlt noch der Porsche und der, das muss auch noch. Ja, die kommen noch alle per Forzathon. Wird doch mal ganz ruhig. Und der Forzathon ist eigentlich immer noch besser als in einem anderen Carpack, also. Das ist ja nicht so beschweren. So, punktetechnisch natürlich erster mit 64 Punkten. Zweiter ist der. Ist der denn? Kenne ich ja noch gar nicht.
Auf dem dritten ist Carbonkiller. Ja, ganz schön nachgelassen, der Junge. So ist es halt. Den Erfolg bekommen hier. Auch jetzt hier in diesem orangen Layout. Ich werde jetzt meine Farbe-Backlogs von diesem hellblau auf dieses orange geändert. Finde ich irgendwie nice. Ich habe auch mein Profilbild geändert. P. Ja, geht in Ordnung. War ja noch eine relativ kurze Strecke, das ging ja noch. So, Porsche Time. Das ist jetzt auch das gute Stück hier, der Porsche 911 Turbo 3.3. Hat einen Wert, ist gedacht, 3,3 Liter großen 6-Zylinder Boxermotor. Natürlich Porsche typisch im Heck. Dass er da so ein bisschen erkennt, dass da der Motor sein könnte. Vorne ist doch ein bisschen wenig Platz. Hat um die 300 PS natürlich auch Turbo aufgeladen. Was ich ziemlich geil finde. Den Forza 4 Ganggetriebe. Sagen, wir fahren einfach mal los, ne? Hier noch groß reden, so. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Kann man sich ja schon mal gönnen. Auch hinten, auch schön breit, finde ich. Also sieht relativ breit aus. Mal kurz einen Soundcheck machen. Oh, der Turbo. Der hört ja den Turbo, ne? Oh, geil. Ey, der Sound ist ja immer geil. So. Langsam ist der Kollege auch nicht. Ja, marschiert schon, ne? Auch eine ziemlich lange Übersetzung. Wenn ich im 2 bis 160 komme, fast. Alter. Ja. Da war es auch schon wieder fast 200. Der ist echt schnell. Der Sound ist geil, ne? Auch der Turbo. Das Turbo-Geräusch. Oh. Ist das aus dem Innenraum? Alter, das Turbo. Boah. Das war echt mega. Ui, ui. Zack kommt. Der zweite geht bis. 161, ey. Ist doch krank. Also die Übersetzung, die ist mega lang. Weg hier. Wir gucken schon ersten Maden. Langsames Teil. Das ist Speed, Alter. Schaffen wir 250? Ich denke mal schon, ne? Ja, jetzt war noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir einen kleinen Sprung. Hopp. Komm. Wird schneller werden, mein Freund, nicht langsamer. Ja. Naja, 250. Kein fünften Gang hier. Also nur Vierganggetriebe. Das ist auch echt, ich weiß gar nicht. Ich meine, sollte natürlich schon sein. Aber ich glaube, das ist sogar fünf Gänge. Ich weiß es aber nicht. Der Sound, ne? Der ist echt übel. Genau. Also doch zwei Auspuffrohre an der linken Seite. Das Sound ist natürlich geil, ne? Dieser Porsche Boxermotor Sound, den ich einfach liebe. Genau wie ich es liebe, in andere Autos reinzufahren. Machen wir gleich mal einen Bremstest. Mal, ob der die Bremsen gut sind oder ob die nicht so zupacken. Aber sogar 200 km/h, ne? Naja. Ich sag mal verbesserungswürdig. Doch ganz schön lange, ne? Was wiegt denn der Wagen eigentlich? Denk mal so 1,3, 1,4. 1300 glatt. Na Mensch. Hat immerhin 412 Newtonmeter Drehmoment. Könnt ihr aussehen lassen, würde ich sagen, ne? Das Turbogeräusch, ne? Das ist geil. Die Übersetzung ist aber auf jeden Fall kürzer. Also ist der Sound richtig geil, ne? Oh Gott. Halleluja. Dann fahren wir gleich mal kurz hier rechts. Dann will ich mir die Kurvenlage so ein bisschen zu testen. Der Wagen wird vielleicht in das Display reinkommen, wer weiß. Also jetzt erstmal nicht. Ich habe eben 120 Stunden lange aufgenommen. Weit bevor Porsche rauskam.
deswegen nervt euch gar nicht viel. Also seit frühestens Folge 126. Die wird ja dann sich irgendwann kommen, weil es bekommt jetzt noch im Mai die Hot Wheels Expansion. Können wir auch noch Folgen zu. So, Chromlage, die gefällt mir. Die ist in Ordnung. Jetzt wird noch schon mal vorgestellt. Da wiegt ja auch nicht so viel. Ich meine, 1300 Kilo. Das ist für 300 PS, finde ich, ist völlig in Ordnung. Boah, der Sound, ne? Das ist wirklich ultimativ geil. Den finde ich wirklich top. Naja. Das war es aber leider hier mit der kurzen Testfahrt. Mehr dazu, denke ich mal, im Let's Play, wenn er dran kommen wird. Ich weiß nicht. Oder ich weiß nicht, ob und wann er kommen wird. Wird sich alles noch, denke ich mal, irgendwann später ergeben. Dann war es das logischerweise auch mit der heutigen Folge Forza Horizon Ray im Forza-Ton. Diese Woche, ich fand ihn diesmal nicht ganz so toll, muss ich sagen. Gab schon deutlich bessere. Da ist aber der Wagen hier als Gewinn, finde ich sehr, sehr cool. Auch mal Rabatt auf alle Aston Martins, das ist auch cool. Ich meine, ich hab schon alle, aber wer noch mal shoppen möchte, kann sich da gerne was holen. Da kriegt er schon ordentlich Rabatt. Das ist ein 177 zum Beispiel, der ist ja auch mega teuer oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall auch eine coole Aktion. Meine Rabatte nimmt man immer gerne. Nutze ich auch sehr gerne aus, wenn da Autos günstiger sind. Zumindest bei teuren Autos. Wenn ich jetzt bei dem Auto, weiß ich, 10.000 spare, dann ist mir das scheißegal, ob ich den kaufe oder nicht. Aber wenn es schon so mehrere hunderttausend oder sogar teilweise Millionen geht, dann sollte man schon aufpassen, ob man da was kauft. Oder vor allem, dass man was kauft, wenn man was haben möchte. Ja. Dann hoffe ich, dass wir uns auch, dank Aston Martin, in der nächsten Folge wiedersehen oder in einem anderen Format. Und dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.